Pfarrerlage in Unterboden. Unser Apollon ist nicht nur Namensgeber, sondern auch seit vielen, vielen Jahren Premium-Partner der Nitro Olympics. Und wir sagen vielen, vielen Dank an Tomo, Total Dusel bei Bartek, Partner unserer Left Lane Total Line in Deutschland. Anwesend, hier haben wir für den Familienbetrieb, hier geht es hier alles um aufgeladene Motoren im Tuning oder Rennsport. Wir sagen auch vielen, vielen Dank an Yes Elektro, unseren Timing Presenter, der Yes Elektro Fachkurshandel ist ein sehr guter Mann. Thank you.
78 ist es noch geworden. Eine 556 war seine Zeit, also auch für ihn eine Verbesserung. Er bleibt auf Position. Immer noch ein wunderschönes Auto. Er hat mir gesagt, er hat noch ein klein bisschen mehr Leistung reingeschüttet und er hofft ganz, ganz stark auf eine 6,7er Zeit. Thank you.
dass die Sicherheitseinrichtungen des Flohmod jetzt ihre Zwecke erfüllen und halte mich erstmal mit heiteren Kommentaren zurück. Ich denke, ihr drückt alle die Daumen, dass Jean Villamont unverletzt aus diesem ziemlich heftigen Einschlag vorkommen kann. Alle Leute stehen. Da kann man sich jetzt nur wünschen, dass es ihm gut geht. Aber das ist natürlich Rennsport. Die Riesings sind bekannt, deshalb macht es halt auch so viel Spaß. Es gibt ja das berühmte Motto No Risk, No Fun. Ich selber fahre auch auf der Rennstrecke. Zwar nicht hier so hardcore wie die, noch nicht. Wenn ich mir das so angucke, würde ich das nämlich auch gerne machen. Aber ich habe noch nicht das Startkapital dafür. Aber man ist sich dessen bewusst und es ist halt schrecklich für alle anderen. Jean Villamont, der gerade eben den ganz wilden Abflug hatte, ist aus der Tür ausgestiegen. Jawohl, geil. Zum Rennfahrer gebracht worden und jetzt aufgegeben ist Medical Center. Gänsehaut. Ich würde sagen, gerade ein bisschen schwer, nicht nur, weil ich die Körper aufgerannt bin, aber die Sicherheitsanforderungen der Flohmod-Cars, die haben anscheinend mal wieder gezeigt, dass sie funktionieren. So, der Racer Jean Villamont gab sehr geil Car through the door, was assisted by track security staff. He is right into the ambulance, now he's on the way to the medical center. But basically, it seems that he's survived that terrible impact halfway decently. And it shows again that the safety measures are there for a reason, and it seems that the meters and meters of solid tubing of the roll cage have done the job. Gut. Sehr gut. Die Meter und Meter von Chromolydenrohr, die da um die Fahrer herumgebaut sind, die scheinen auch diesmal den wildesten Einschlag abgefangen zu haben, in Verbindung mit dem 5-Punkt-Gurt, den speziellen Helmen, den Sicherheitskragen, dem Handsystem, all das, was da mittlerweile vorgeschrieben ist, scheint funktioniert zu haben. Vielleicht sehen wir irgendwann von Jean Villamont noch ein direktes Statement. Wichtig ist erstmal, dass es ihm anscheinend den Umständen entspricht.